Eine okklusale Rehabilitation des Oberkiefers nach Rekonstruktion einer Mittelgesichtsfraktur mittels keramischer Kronenversorgung. Der Patient erlitt eine Mittelgesichtsfraktur des rechten Oberkieferanteils. Im Laufe der Rekonstruktion war es nicht möglich, den frakturierten rechten Oberkieferanteil in der ursprünglichen Lage zu fixieren. Im Endergebnis standen die Zähne des ersten Quadranten en bloc in Superposition, was akzidentiell eine Bisshebung verursachte. Das Ziel der Rehabilitation war eine physiologische Okklusion und Bisshöhe mittels vollständiger Überkronung der Oberkieferzähne. Ich hatte leider einen Unfall im Garten, bin von einer 3-Meter-Leiter gefallen, hatte eine schwere Fraktur, der ganze Oberkiefer war demoliert. Ich hatte keinen Biss mehr und konnte gar nicht mehr richtig essen. Hier noch einmal deutlich zu sehen die Nonokklusion der Zähne im zweiten und dritten Quadranten in Schlussbisslage. Durch das Auflösen der Okklusion zwischen erstem und vierten Quadranten konnte der Patient wieder in seine habituelle Bisslage zwischen zweitem und dritten Quadranten finden. Die so erreichte Okklusion entspricht der präoperativen physiologischen Bisslage. Nach Fixation des Bisses sowie Chairside-Herstellung der Provisorien für den ersten Quadranten zur Sicherung der Bisslage wurden die restlichen Zähne des Oberkiefers weiter versorgt. Hier dargestellt die digitale Chairside-Fertigung der Langzeitprovisorien aus vernetzten Polymethylmethacrylatblöcken für die Adaptationsphase. Zur Kontrolle der Okklusion wurde ein erneuter Situationsscan mit eingegliederten Provisorien angefertigt, welcher eine ausgeglichene Okklusion zeigt. Nach der Adaptationsphase wurde mit der Herstellung der definitiven Kronen begonnen. Hierfür erfolgte ein digitales Design zur Herstellung der Kronen aus polychromatischem Zirkonoxid, welches aus Kombination von zwei Zirkonoxid-Rohstoffen der dritten und fünften Generation besteht und sowohl Stabilität als auch Ästhetik bietet. Vor der Fertigstellung und Eingliederung der definitiven Arbeit wurde eine Anprobe durchgeführt. Hierbei erfolgte die Passungskontrolle der Kronen mit Überprüfung der Kronenränder, der Approximalkontakte sowie der Okklusion. Anschließend erfolgte die finale Bearbeitung der Restauration und die Eingliederung. Im Endergebnis zeigt sich die ästhetisch hochwertige, ansprechende Versorgung des gesamten Oberkiefers mit Korrektur der Bisslage und nun physiologischer ursprünglicher Okklusion, welche mit Hilfe des intraoralen Scanners auch bildlich dargestellt wird. Für einen suffizienten Scan wird ein systematisches Vorgehen empfohlen. Wir beginnen mit der okklusalen Fläche, machen dann mit der vestibulären Fläche weiter und anschließend die palatinalen Flächen. Insgesamt ist der Biss wieder in Ordnung, ich kann wieder schauen und ich kann mich auch wieder sehen lassen. Abschließend ist die Ausgangssituation sowie die Situation nach der Behandlung noch einmal anschaulich dargestellt.